Herzlich willkommen zu diesem Video. Wir nehmen dich heute mit zu einem ganz gewöhnlichen Angeltag. Das Wetter ist heute perfekt und da lassen wir uns das nicht nehmen, einfach mal rauszufahren. Es ist zwar schon ein bisschen kalt geworden, deswegen ziehen wir unsere Overalls an, aber da drin ist es wirklich kuschelig warm. Und wir haben aber kaum Wind und ganz niedrige Wellen und das ist perfekt, um rauszufahren aufs offene Meer und dort ein bisschen zu angeln. Und mal schauen, ob wir was fangen. Los geht's. Wir gehen jetzt als erstes mal runter zum Steg und packen unser Boot. Als für uns der Entschluss feststand, dass wir Deutschland verlassen und Norwegen unsere neue Heimat werden soll, waren wir uns einig, dass es ans Meer gehen musste. Wir stellten uns vor, wie wir unsere Nahrung eigenständig aus dem Meer besorgen, mit den eigenen Händen Fische in einer Menge zu fangen, von der man eine Familie ernähren kann. Das fühlte sich für uns nach Unabhängigkeit und Freiheit an. Da wollten wir hin. Nun, knapp anderthalb Jahre später, sind wir ein kleines Stückchen weiter. Es liegt aber noch viel vor uns. Mit dem Auswandern, das ist so eine Sache. Den einen Tag hast du das Gefühl, richtig angekommen zu sein. Und am nächsten Tag merkst du, dass du noch einiges zu lernen hast. So erging uns das auch beim Angeln. Zu Beginn angelten wir vom Ufer aus und haben die ersten Male rein gar nichts gefangen. Wir wussten nicht wo und auch nicht mit welcher Ausrüstung man etwas fängt. Ganz so einfach, wie man sich das vielleicht vorstellt, ist es dann auch in Norwegen nicht. Es genügt nicht, die Angel einfach irgendwo mit irgendwas reinzuhalten und dann beißt schon was. Jedenfalls, wir erkundigten uns dann bei Einheimischen, kauften uns an der Tankstelle die entsprechenden Köder. Die man uns nämlich in Deutschland für Norwegen verkauft hatte, waren total unbrauchbar. Und dann fingen wir auch gleich beim ersten Wurf einen Seelachs. Wow, jetzt ging es los. Oder dann doch nicht. Es gab solche und solche Tage. Manchmal fing man mehrere Seelachse an einem Tag und dann wieder tagelang nichts. Wir waren uns damals sicher, dass es daran liegen musste, dass wir kein Boot hatten. Aber wenn wir erstmal eines haben würden, dann würden wir die Fische fangen, einen nach dem anderen und müssten keine mehr kaufen, sondern würden unseren Bedarf komplett alleine decken können. Dann hatten wir unser Boot und fingen die ersten Male rein gar nichts. Wir wussten überhaupt nicht wo. Das Meer und die Fjorde sind weit und auch da bringt es überhaupt nichts, seine Angel irgendwo reinzuhalten. Man muss schon wissen, wo sich welche Fische aufhalten und dann die entsprechenden Köder und die richtige Angelmethode verwenden. Gut, ein paar Gespräche später wussten wir, wonach man suchen muss. Dran, Makrelenstücke. Habe ich gestern Abend eingefroren, ist ein bisschen angetaut. Wie viel Gramm das hier sind, weiß ich jetzt nicht. Ich glaube 200. So. YouTube-Videos haben wir uns auch angesehen, aber die haben rein gar nichts geholfen. Angelvideos aus Norwegen gibt es eine Menge. Aber in der Regel werden dort Angeltouristen von einem Guide, der alle Plätze kennt, irgendwo hingefahren. Der Guide sagt denen dann, genau hier müsst ihr eure Angel reinhalten. Und dann fangen die mega Fische. Und falls es doch keinen Guide gibt, geht niemand irgendwie darauf ein, wo genau man im Meer fischen muss. Hier ist ja ganz cooler Salz. Ja, deswegen sollten wir die in die Garage holen.
mit Süßwasser abwaschen. Sonst haben wir nicht mehr, lange was davon. Wirklich Herausfordernde beim Angeln ist und was das Angeln meiner Meinung nach hauptsächlich ausmacht und am spannendsten ist, ist nicht der ungerechte Überlebenskampf der Fische, sondern die Erkundung des Gebiets und herauszufinden, wo man angeln muss. Wir suchen gezielt nach Bergen unter dem Wasser und lassen unsere Angeln an den Abrisskanten runter. Dann treiben wir so lange, bis wir entweder das Plateau an der Spitze des Unterwasserbergs erreichen oder bis wir am tiefsten Punkt angekommen sind. Oh ja, da zuckt das aber ganz gewaltig, du. Das sieht gut aus. Das merkst du am Zupfverhalten, ja? Ja, die wehren sich, glaube ich, ein bisschen mehr. Oh, bei mir auch. Ja, dann. Dabei muss man immer wieder nachjustieren. Wir haben schon ein paar Plätze gefunden, bei denen wir gute Erfolge erzielen, aber es gibt noch so viel mehr zu entdecken. Ja. Ja, da kommt was, ne? Ja. Oh, noch ein Lump. Ne, ein Dorsch. Dorsch, super. Super. Nee, komm, nur nicht. Also. So. Alles klar. Ich leg die Angel mal hier hin. Das ist ja mal ein super Fang. Dorsch mögen wir am liebsten, ne? Ja. Ich will am liebsten noch einen. Dorsch. Hier, das ist dieser Mega-Haken. Ja. Mein großes Gewehr hat er sicher nicht mehr, ne? Das wäre schon längst tot. Hier, siehst du den Haken? Ja. Ja, den können wir gleich wieder benutzen, den Köder, ha? Kannst du gleich dran lassen. Mega, ne? Ja, nochmal einen neuen dran, oder? Meinst du, das reicht so? Scheiße. So. Meinst du, das reicht so, oder sollen wir nochmal einen neuen dran machen? Ne, das glaube ich nicht. Ja, mal los. Guck mal, bevor du jetzt drehst, guckst du jetzt, wie du stehst und wo du bist. Und du siehst doch die Berge. Ja. So, wenn du jetzt genau entgegengesetzt fahren müsstest, müsstest du doch die Schnauze dahin ausrichten, ohne jetzt auf die Karte zu gucken, oder? Mhm. Orientier dich doch mal an dem Land. Ja. Was genau zu den Bergen da? Zum Beispiel. Ein Dorsch und ein Lump, immerhin. Ich hätte Bock auf mehr Dorsch. Ich habe noch einen richtig fetten hier. Warte mal. Den hier. Hoho. Das sind Prügel. Vielleicht mache ich den dran. Obwohl, der ist auch gut. Gut.
fährst du ein bisschen über die Kante. Aber wenn wir wieder über die Kante fahren, dann musst du wieder auf 240 und dann ziehst du wieder auf 200 hoch. Also 190 war das richtig, war perfekt. Ja gut, dann. Meine Hose ist ein bisschen kurz. Nein, du nicht. Es war perfekt, die ein bisschen länger zu kaufen. Ja, ich werde mir demnächst. Ich lasse den mal eben hier runter, ja? Dann habe ich frei. Auf den Boden hast du die geschmissen. Bei dir. Sicher? Der ist richtig schwer, Conny. Ja. Los. Bäh. Kacke. So. Kannst du weiter nach hinten, weil jetzt irgendwie. Sonst verheddern wir uns. Weil ich irgendwie ganz schräg bin hier. Oh, oh, oh. Ja, ich habe noch so einen. Ja, aber ich habe mir gedacht, ich nehme jetzt den hier. Das ist jetzt auch nicht so schlimm. Das ist doch dem Fisch egal, wie schwer das Blei ist. Naja, ich weiß. Ich habe jetzt aber den. Das ist nicht so schlimm. Zwei Anfänger auf dem Boot. Köder dran machen, das ist auch eine Kunst, ey. Ja, dann erzähl doch mal. Ja, ich weiß nicht. Ich versuche mal nicht zu viel dran zu machen. Weil das habe ich mal am Anfang gemacht, das war, dann zupfen die das alles nur ab. Das muss so sein, dass die jetzt einmal, dass es sofort hakt. Deswegen heißt das Angelsport, weil das anstrengend ist. Und da hat man Muskelkater, wenn man so ein paar Fische hochgezogen hat. Du hast noch dran? Ja. Oh, jetzt kann ich nicht stoppen. Oh, ein kleiner Leng. Hier rüber. Ja, hier, man merkt, dass wir so langsam ein bisschen mehr Wellen bekommen, ne? Aber es ist noch angenehm, also ich fühle mich nicht seekrank oder so. Ich muss sagen, ich finde es erstaunlich, dass zumindest in Deutschland die Jagd auf Wild einen wesentlich schlechteren Ruf hat als das Angeln. Das ist zumindest mein subjektiver Eindruck. Beim Jagen spricht man nämlich das Stück Wild genau an, welches dem Wald am meisten Schaden zufügt. Und schießt in der Regel aus Überpopulation und versucht, die Gruppe, die Wildgruppe nicht zu belasten.
So kann man nachhaltig jagen. Beim Angeln geht das nicht so leicht. Man kann ja nicht sehen, was da in 100 Metern Tiefe beißt. Wir versuchen zum Beispiel immer, eher Längen und weniger Lump zu fangen. Der Längen bewegt sich ein paar Meter über dem Grund und der Lump am Grund, sagt man. Aber so hundertprozentig trifft das nicht zu. Okay, das ist schon alles voll. Ja, zeig mal. Joa. Da sind ein paar drin. 1, 2, 3, 4, 5. Ups. Also, Entschuldigung. Was soll ich tun? Wir wollen abhauen. Ja, okay. Gut. Jedenfalls erlangt der Lump seine Geschlechtsreife erst sehr spät, im Alter von 8 bis 10 Jahren und einer Länge von 50 bis 60 Zentimetern. Wenn man also einen kleineren am Haken hat, konnte der sich noch nicht einmal fortpflanzen. Oh, leck. Leck, oh mio. Das hatten wir einmal und ich habe mich richtig mies gefühlt. Na? Das Problem beim Lump ist, dass der den Köder immer komplett tief verschluckt und so im Schlund stecken hat, dass er meistens komplett hinüber ist, wenn man ihn hochgeholt hat. Dann ist oft die Schwimmblase geplatzt oder der Haken ist durchs Auge wieder rausgekommen. Einen so gut wie toten Fisch zurückzuwerfen, ist dann auch nicht mehr sinnig. Wir jedenfalls fangen genau das, was wir als Familie benötigen. Nicht mehr und nicht weniger. Es ist ein tolles Gefühl, den gesamten Prozess der Wertschöpfungskette mit den eigenen Händen zu bewerkstelligen. Vom Fangen des Fisches über das Ausnehmen und Filetieren, bis der Fisch schließlich auf dem Teller landet. Ich glaube, dieses Gefühl kann nur jemand nachvollziehen, für den es nicht selbstverständlich ist, so zu leben. Als ehemaliger Stadtmensch kenne ich nur die Abhängigkeit von Lebensmittelgeschäften. Ich verspürte schon länger den Drang, meine eigenen Lebensmittel zu produzieren. In Hamburg pflanzten wir Gemüse im Garten an, um diesem Wunsch Genüge zu tun. Das geht hier in Norwegen zwar nicht mehr so gut, weil das Klima zu rau ist, aber das werde ich auch noch irgendwann hinbekommen. Wir verwenden alle essbaren Teile der Fische. Aus den Karkassen und Köpfen kochen wir Sud für Fischsuppen und Paella. Und die Lebern haben wir bisher eingefroren. Ich habe ein Rezept für in Sake eingelegte Fischleber gefunden aus Japan, welches ich mal ausprobieren wollte. Wir essen auch nicht 7 Tage die Woche Fisch, obwohl das sicher unseren Geldbeutel entlasten würde, wenn wir das tun würden. Allerdings essen wir, seit wir uns von unserem Fang ernähren können, kaum noch Fleisch. Aber auf so eine richtig leckere Hühnersuppe hätte ich dann doch mal wieder Lust. Wenn irgendjemand das hier sieht, der in der Umgebung von Bergen wohnt und eine Hühnerfarm kennt, wo man Fleisch von glücklichen, freilaufenden und nicht mit Antibiotika vollgeimpften Hühnern kaufen kann, dann schreibt es mir bitte in die Kommentare.
Und dann passiert es eben auch mal, dass man einen kleineren Hai am Haken hat. Der verletzt sich zum Glück nicht so stark und man kann ihn zurück ins Wasser werfen. Haie haben eine außergewöhnlich gute Wundheilung und verkraften das wohl ganz gut. Toll ist das natürlich trotzdem nicht, aber vermeiden lässt es sich auch nicht. Ich habe neulich gelesen, dass man bei dem weißen Hai eine Art Mutationsgen entdeckt hat, von welchem man sich einen entscheidenden Beitrag zur Heilung von Krebs verspricht. Ich hoffe, euch hat unser Video gefallen. Wenn ihr uns weiter bei unserem Auswandern in Norwegen begleiten wollt, dann abonniert diesen Kanal und bis zum nächsten Mal.